Hallo, wir befinden uns heute auf dem Weg von Punta Gorda nach Fulicaliente. Wir wollen uns heute die Salinas angucken und auch zu einem Strand, vielleicht noch zum Vulkan. Wir befinden uns gerade am Mirador del Chaco. Da hat man einen tollen Sicht auf Puerto Naos und La Bombilla und auf den Leuchtturm. Heute ein wenig im Dunst des leichten Kalimas. Und ja, wir sind gerade über die Lava drüber gefahren. Und machen uns jetzt weiter. Nur mal ganz kurz zur Info, der Mirador del Chaco, quasi der Hang del Chaco, ist die natürliche Grenze zwischen dem Aridane-Tal und Fulicaliente. Als erstes gehen wir heute auf den Vulkan San Antonio, gucken uns das Museum an. Und jetzt gehen wir an den Vulkanrand und hier oben ist es ordentlich gut windig und hier sieht man den Krater. Seht ihr die zwei Leuchttürme hier von Fulicaliente und wir gucken uns jetzt die Salzmanufaktur an. Schön warm, da kann das Salz gut trocknen. Und wenn ihr mal hier seht, hier setzt sich Salz an den Beckenrändern ab. Und ja, im Grunde genommen ist es das Salz hier in dem Becken, was wir immer zu unserer Mahlzeit zu uns nehmen. Hier unten gibt es noch ein kleines Café. Dort, da werden wir uns gleich reinsetzen, Kaffee trinken und dann geht es weiter an unserer Fahrt. Werden wir jetzt noch zum Playa Nueva gehen. Hier umgeben von der ganzen Lava wurde dieser Strand hier bei dem letzten Vulkanausbruch hier im Süden der Insel erstellt und die meisten, darum heißt es ja auch Playa Nueva, aber manche kennen hier auch unter Playa Enchentive. Von daher, ja,
nicht verwechseln, wenn ihr auf Karten vielleicht mal einen anderen Namen lest. An diesem Strand sehr schönes ist, hier hat man quasi das Meer und man kann hier echt gut ins Wasser gehen. Liegen technisch, ja, es ist natürlich wieder Kiesstrand, sehr windig, umgeben von den Lavafeldern hier. Und auf der anderen Seite, wenn man quasi aus dem Meer rauskommt, hat man dort die Möglichkeit, in eine der Quellen zu gehen und ja, sich ein bisschen aufzuwärmen. Sehr ruhiges Wasser, meistens gefüllt nach der Flutzeit. Und ich habe gesehen, dort hinten auf der anderen Seite ist auch noch ein kleines Becken. Und genau, man geht quasi da oben die Treppe runter und ist dann hier quasi am Strand.